Sich zu lieben in guten und in schlechten Zeiten. Tja, das ist ja etwas, was man sich verspricht an einem Tag, wo eigentlich alles gut scheint und man denkt, naja, diese schlechten Zeiten, die werden schon nicht kommen und werden die kommen, werden wir wohl packen irgendwie. Aber wenn die Zeiten so richtig schlecht werden, wie viel Liebe braucht man dann, um dieses Versprechen zu halten? Was kann man da eigentlich von sich erwarten? Und genau das fragt sich Viola in meinem Buch. Sie ist verheiratet, hat Kinder, die Ehe war okay. Und da passiert etwas mit ihrem Mann und alles verändert sich dramatisch. Und sie fragt sich eigentlich immer wieder, wie soll es weitergehen? Und die ganze Familie flüchtet zu einem verborgenen Haus. Da hofft man, eine Lösung zu finden. Aber stattdessen wird eigentlich alles immer wieder mehr dramatisch. Und Violas einzige Trost ist die Nähe und die Gespräche mit einer weißen alten Dame in der Nähe. Und ich finde, eine alte weiße Dame, das ist etwas sehr Schönes zu haben in der Nähe. Und das Vorbild für diese Dame, das war eine Verwandtin von mir, meine Großtante Tura. Und Tura war eine schwedische Baptistenpastorin, die im Zweiten Weltkrieg nach China gefahren ist, um dort zu missionieren. Und das war natürlich sehr gefährlich. Sie hat auch wirklich einiges erlebt und auch mit ihrem Mann ist etwas passiert, womit sie fertig werden musste. Man kann also sagen, dass Viola und Tura sich gewissermaßen getroffen haben in diesem Buch und gemeinsam eine Reise gemacht haben. Und auch ich habe am Ende vom Buch, als ich fertig geschrieben hatte, auch eine Reise gemacht. Ich bin nach China gefahren, zu den Orten, wo Tura gearbeitet hat. Und irgendwie habe ich ihre Nähe gespürt und ich muss sagen, ich habe auch einige Antworten gefunden.